Erstes Beobachtungsziel der Zemperei war Trine. Aber da war es dann doch ein wenig zu zeitig. Es bot sich recht bald eine Alternative und die hieß Waltersdorf. Es sollte sich lohnen. Eine Riesenmeute hatte sich auf den Weg gemacht und die Stimmung am frühen Morgen ließ wahrlich keine Wünsche offen. Hier zeigte die Dorfgemeinschaft, wie viel Spaß das Leben machen kann. Das Waltersdorfer Zempern wurde von kälteresistenten Musikern bestens unterstützt. Selbst der Chef hatte es dank der Unterstützung seiner Hilfs-Sheriffs vom letzten Zipfel des Dorfes bis zur Ortsmitte geschafft. Gar viele Hausbewohner erwarteten die fröhliche Schar, um für das obligatorische Ständchen einen angemessenen Obolus in die Zemperkasse zu geben. In Haus Nummer 35 gab es einen Extragruß, denn hier wurde noch einmal auf den noch ganz aktuellen 75. Geburtstag angestoßen. FM Media sagt an dieser Stelle ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Das alljährliche Zempern, ein Ritual, auf das sich Jung und Alt immer wieder freut. Selbst der etwas frische Ostwind konnte niemandem etwas anhaben, denn die wärmenden Schlückchen standen überall und ausreichend bereit.